Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich ein Laufband ölen und somit auch das Walking Pad natürlich richtig schmieren kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Wir haben uns für zu Hause ein gebrauchtes Laufband zugelegt und möchten dieses jetzt erst einmal richtig ölen, dass am Ende natürlich auch so wenig Reibung wie nur möglich zwischen dem Laufband und vor allem auch der Fläche darunter ist. Zuerst einmal müssen wir mit einem passenden Imbusschlüssel diese beiden Gurteinstellschrauben einmal so weit gegen den Uhrzeigersinn lösen, dass wir danach den Gurt hier auch relativ weit nach oben heben können, dass wir natürlich da auch mit dem Öl schön darunter kommen. In meinem Fall werde ich einfach mal 5 Drehungen gegen den Uhrzeigersinn gehen. Danach nehme ich mir ein sauberes, trockenes Tuch und kann jetzt auch mal schon die Unterseite von meinem Gurt ordentlich abwischen. Und wir können die Lauffläche am besten recht mittig von beiden Seiten einmal mit einem speziellen Silikonspray oder im Notfall auch mit so einem Multifunktionsöl hier einsprühen. Nun unsere beiden Einstellschrauben mal wieder genau 5 Umdrehungen im Uhrzeigersinn festhängen und falls bei dir das Band danach nicht mittig läuft, da habe ich natürlich auch schon ein spezielles Video auf dem Kanal, wie man dieses richtig ausrichten und auch wieder nachspannen kann. Bei mir sollte das aber passen, weswegen ich das Laufband einmal einschalte und dann nochmal für circa 2 Minuten darauf gehe, dass sich das Schmiermittel natürlich auch überall schön verteilt. 2 Minuten sind rum und diesen Vorgang mit dem Ölen sollten wir je nach Hersteller circa alle 40 Betriebsstunden oder je nach Nutzung auch circa alle 3 Monate wiederholen. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens auch Reinigungstücher, Silikonspray oder vielleicht sogar gleich ein neues Laufband zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.